Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spider-Man mit Miles Morales. Wenn nicht in Real Life, denn zumindest virtuell, hauen wir den Bösen auf die Fresse mit mega geilen Superkräften. Falls irgendein verrückter Wissenschaftler mal so eine Folge sieht und jemanden braucht, der sich bereit erklärt, sich von so einer Spinne beißen zu lassen, ich bin dabei. Ich hab Bock jetzt. Das fetzt. Vor allem, was cool ist, wir haben endlich mal normale Kriminelle. Ne, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hier, warte mal. Aua. Ach, der hat mir in den Arsch geschossen. Ich habe gefettfingert. Ich und Controller, ne? Das ist so ein Phänomen für sich. Aber es lässt sich halt, muss man ehrlich sagen, auf Controller geiler zocken. Also zumindest dieses Spiel hier. Bin ich denn doch angenehmer. Ich hab doch... Nix bis später! Bleib hier! Ja, mach ich! Masse ist nicht ab. Sag mal, mein Ruf eilt mir voraus, oder? Weißt ja, was mit den anderen Autos immer passiert. Okay, okay. Und jetzt kommt unser Moment. Wir schaffen's. Ich hab's wieder nicht geschafft. Naja, weiter geht's. Ob der Polizist das als vermasselt ansieht, ich weiß es nicht. Ich hab den Schnee so satt. Genau, ruft die Polizei wegen dem Schnee. Ne, das hat nichts mit dem Auto zu tun. Ja. Pass auf. Was? Ich? Wie will der denn? Deine Daten will ich gar nicht. Wow, Spider-Man! Wow, yeah! Der Hammer! Ja, danke, Bruder. Du bist auch der Hammer. So, jetzt wollen wir hier einmal weiter schauen. Wo müssen wir denn hin? Was wäre denn unser nächstes Ziel? Wir haben ja jetzt hier alles durch. Könnten die drei jetzt machen und anschließend hier rüber wandern und arbeiten uns hier durch. Denn hier nach unten... Eine Herausforderung, lautlos. Warte mal, wir sind auf Höhe. Wäre es schlauer, erst die Uhr zu holen? Oder die Zeitkapsel? Ach, schon wieder. Ja, tut mir leid. Es liegt nicht auf der Route. Ich hätte ja einen kleinen Stopp gemacht, ne? Muss eh noch tanken, aber. Nee. Tut mir leid, Leute. Das ist mir zu viel. Und gibt ja auch noch Polizei, ne? Nach der Blöße mit dem Auto eben gerade. Ja, wir sollten vielleicht die Gegend wechseln. Ja, sonst zerreißt man sich über uns noch das Maul. Wollen wir ja auch nicht. Oh, wir könnten hier noch die Quest... Ah, ne, die haben wir ja schon. Die haben wir ja schon gemacht. Ne, never mind. So... Nächste Zeitkapsel. Was ich hier noch gar nicht gemacht habe, ich bin noch nicht einmal auf das höchste Gebäude der Stadt geklettert. Hey, da Polizei hinten das Empire State Building. Eine Verfolgungsjagd. Polizei, halt sie an. Ach, naja. Es ist halt unser selbst ausgedachter Job, ne? Sind abgebogen. Haben die mich gesehen? Haben die Angst, dass ihr Auto kaputt geht? Jetzt fahren die hier immer um den Block oder was? Nee. Okay, das ist eindeutig zu schnell. Ja, wir halten uns beim Schwingen auch nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Was? Das zählt nicht? Krieg ich eins zu viel. Jetzt aber. Ja, du hast nicht mehr viele, die ballern können. Fast die Rübe abgefahren. Genau, den wollte ich machen. Okay, jetzt aber. Full Fokus. Never. Ich hab's geschafft.
Ah, Siegerpose. In einem Café? Oh nein. Nein. Sei mal nicht so. Warte, der wollte eine Waffe ziehen. Den habe ich fast übersehen. Oh, du kriegst auch eine Tür. Ich gebe euch euer Auto, gebe ich euch in Teilen zurück, ne? Ein perfektes Finish. Na, sauber. Gewinnt schon wieder. War ja auch nicht anders zu erwarten. Waren ja ganz normale Räuber, ne? Und wir haben das Auto heile gelassen. Also, mehr oder weniger. Ich habe danach die Türen abgerissen, aber... Und während der Fahrt habe ich auch eine Tür abgerissen. Aber trotzdem, also grundsätzlich, das Auto stand vernünftig. Ja? Wir haben es nicht so geschrottet wie die anderen. Das ist kein wirtschaftlicher Totalschaden. Zutritt verboten, Kleiner. Verschwinde. Oh. Ich muss die Arbeiter umgehen, um an die Kapsel zu kommen. Das ist ja ein Ding. Hast du das gesehen? Dieses Ding hat sich einfach in Luft aufgelöst. Hab sie. Das ist ja skurril. Wir hätten ihn jetzt natürlich auch ablenken können. Aber naja. So, wo wollen wir weiter? Wir wollen als nächstes den Prowler abarbeiten. So, der ist zumindest nicht ganz so weit weg. Oh, das ist ein bisschen hoch. So. Schauen wir mal. Okay, hier unten. Direkt auf der Ecke. Times Square. Hier kann man sich gut mit jemandem treffen oder jemanden verlieren. Du brauchst ein Geräusch, das nach elektrischem Strom klingt. Ein Strom? Ich könnte mit Venom cheaten. Nee. Okay, ein Geräusch, das nach Strom klingt. So eine Werbetafel vielleicht? Also hören, ich habe eben was gehört. Dass er mit seiner Klingel etwas, das nach Strom klingt. Okay, wir sind ja auch ziemlich weit raus. Und ich mit Heidi. Okay, der Rotdog wird es nicht sein. Ah, oh, das tut der weh in den Ohren. Es muss die Flagge da sein. Die neonfarbene. Neonfarbene Flagge? Brauchst du etwas? Elektrisch. Nee, das ist es auch nicht. Friedliche Schneestimmung. Okay, also die Anzeigetafeln, die bringen uns gar nichts an Geräuschen. Eine Ampel vielleicht? Nee, auch nicht. Hat man das Original? Das ist wie das, nur in leiser. Achso, ja, Flagge, klar. Amerikanische Flagge. Okay, wir müssen noch weiter weg. Eine Werbetafel oder ein Schild vielleicht? Nee, wir haben schon. Ist immer noch zu nah. Jetzt passt es. Cool. Hört sich richtig lebendig an. Nachdem ich mich Prowler nannte, traf ich damals meine erste Klientin unter diesem Schild. Die Neonflagge ist kaum zu verfehlen. Und in der Menge kann man gut untertauchen. Ich sollte ein Gemälde stehlen.
Als ich mich umsah, traf mein Blick den deines Dads, der weiter weg stand. Er sagte kein Wort, drehte sich um und ging. Er wusste nur, dass ich ein Dieb war, mehr nicht. Aber das reichte schon. Er ahnte bereits, was aus uns werden würde, lange vor mir. Wenn du vorher die Kurve gekriegt hättest, hätte er dir verziehen. Das weiß ich genau. Ja, gut, aber das war nun mal nicht das, was er wollte, ne? Oh, jetzt geht das wieder los. Da, geht doch. Geräte, wir können wieder was aufwerten. So, Netzbombe. Das Einspinnen eines Venom-geschockten Gegners am Boden oder an der Wand verwandelt ihn in eine Netzbombe, die beim Explodieren nahe Gegner einspinnt. Finde ich auch nicht verkehrt. Können wir auf jeden Fall benutzen. So, jetzt hätten wir nochmal einen Blick in die Map geschweift. Ist auch nicht weit weg. Ja, ich bin's, meine Freunde. Das war früher unser Everest. Wir jubelten, als wir es nach ganz oben geschafft hatten. Nach ganz oben? Aber das Ding ist mittig. Irgendwo hier zwischen. Klasse. 3D gedruckte Moleküle. Was die da alles versteckt haben, ne? Hier, wir haben da vorne noch ein Crime-Attentat. Wollen wir uns dem nochmal annehmen? Ja, ne? Manchmal bist du so echt schneller. Der Fieslaster darf nicht geplündert werden. Wir brauchen die Vorräte. Steht ein obdachlosen Asyl? Schlimmer geht's echt nicht. Spider-Man, Hilfe! Er ist auf dem Dach. Kommst du mal runter? Danke. Wo? Wo? Überall! Okay, also... Ich raff echt nicht, was ich anders gemacht habe. Keine Ahnung. Ich kapier's nicht. Wir nehmen uns mal seine Waffe, schmeißen die auf den da, weil der hat auch eine. Ah, ich werde hier immer abgelenkt. Ich kann hier nicht in Ruhe rumexperimentieren. Ich kann das bestimmt noch nachlesen, ne? Ich lese das gleich mal nach, wenn das hier vorbei ist. Irgendwas muss ich doch anders machen. Aber es bleibt ja dabei... Der nächste wieder bei. Okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß einfach nicht, wie ich die Typen geschwungen habe und ich habe es ein paar Mal gemacht. Also es hat ja funktioniert. So, das geht, wenn er nah genug dran. Bin ich vielleicht zu weit weg? Komm mal her. Warte. Nee. Ist ja echt merkwürdig, ne? Nie im Leben lasse ich euch rein.
Du kannst es aber auch sein lassen. Gewalt ist keine Lösung, mein Freund. Die sich immer die Backen wiederholen. Ich krieg den nicht geschwungen. Oh, warte. Vielleicht so? Nee. Okay, so auch nicht. Das war ein Versuch wert. Okay, jetzt haben wir nur noch einen. Können wir so ein bisschen rumexperimentieren. Ich mache immer dasselbe, ne? Sie sind weg. Alles gut. Hier ist ein Zivilist und Spider-Man ist voraus. Mir geht's gut. Zieh los. Danke, Sir. Danke, danke. Oh, das... Auch wie er das gesagt hat, Spider-Man ist vor Ort. Das ist so wie... Ah, wir hätten gar nicht losfahren müssen. Spider-Man ist vor Ort. So langsam werden wir respektiert von der Polizei. Wir sind auch mittlerweile, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber mittlerweile sind wir Spider-Man und nicht mehr sein Azubi. Ja, wir werden als vollwertiger Spider-Man gewertet. Vorher waren wir immer der Spider-Man sein Gehilfe und so eine Sachen halt. Das hat jetzt aufgehört, so wie es aussieht. So, was müssen wir denn hier machen? Ah, Mensch, ich wollte doch das mit dem Schwingen einmal nachlesen. Das machen wir gleich. Schippe drauf, ja? Diese Herausforderung wird dir alles abverlangen. Geh zur Markierung, um loszulegen. Volle Pulle. Also los. Klein Moment. Fertigkeiten. So, wo könnte das denn überhaupt stehen? Venomreißer. Nee, das ist es nicht. Halte für einen Venom-Reißer-Angriff Y gedrückt, nachdem du einen Gegner mit Nahkampf-Kombo oder Venom-Angriff in die Luft geschleudert hast. Ermöglicht das Ansparen eines zweiten Finishers. Nee, das ist das auch nicht. Habe ich das mit irgendwas überschrieben hier, was ich hier freigeschaltet habe? Reichweiten, das sind alles die Venom. Fähigkeiten. Das sind die Tarnfähigkeiten. Die spielen da ja auch nicht mit rein, ne? Und hier haben wir die Kampffertigkeiten. Und hier oben Movesliste. Ah. Lol. Da hätte man mal gucken können. So, das ist klar, ne? Ziehe einen Gegner zurück, nachdem du ihm mit einer Nahkampf-Kombo oder einem Venom-Angriff in die Luft geschleudert hast. Dieses Zurückziehen, okay, das kennen wir. Aber es muss ja noch mehr geben. So, hier haben wir nochmal den Wurf. Ja, zu Boden reißen Angriff. Gut, den kennen wir auch. Finisher. Ja, klar, den Finisher kennen wir sowieso. Den mache ich ja gerne. Okay, hier sind die verschiedenen Kombos. Venom Sprint, Venom Sprint Schleuder. Venom Sprint Schleuder, lag das da dran? Nee, Mega Venom Attacke. Die ist das auch nicht. Dann haben wir noch Lautlos. Netzschlag Takedown, der ist es auch nicht gewesen. Es war auf jeden Fall mit Y, es steht hier nicht mal drinne. Es steht hier nicht mal drin in der Beschreibung. Greife und wirf einen eingesponnenen, elektrisierten oder wenn im geschockten Gegner. Geworfene Gegner bleiben an Wänden kleben. Das Ding ist das. Okay, das kannst du alles anders machen. Das können wir mit den Tasten. Ah, okay, 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 okay. Dem weiß ich Bescheid. So, sorry, Peter, war kurz raus. Was wolltest du nochmal von mir? Soll mich hier reinstellen, wenn ich bereit bin?
Ja, und was mache ich denn? Manchmal muss man sich einfach fallen lassen. Ja, cool. Ich hab's verkackt. Oh! Was soll ich denn hier machen? Entschuldigung. Ach, jetzt verstehe ich erst, was ich hier machen soll. Ja, danke für die Einführung meiner Quest. Hat er das gesagt? Hat er nicht gesagt, oder? Okay, wir lassen uns nochmal fallen. Ich komme da gar nicht hin. Wie stellt er sich das denn vor? Komm doch da gar nicht ran. Also, okay, Haus hoch sprinten. Oh Mann, ich schaff das. Ich schaff das. Nee, wir sind voll über der Zeit, Kumpel. Jetzt an der Wand laufen. Lauf an der Wand. Weder deine Richtung noch Tempo zu verlieren. Ich liebe Wandläufe. Ich liebe sie. Nur nach oben laufen. So. Okay, das kriegen wir zumindest hin. Ja, die Zeit haben wir absolut überschritten. Unglaublich, Miles. Wie machst du das nur? Achso, ich kann dich ja nicht hören. Sorry. Konzentrier dich, dann kannst du nach der Landung sofort wieder abheben. Du wirst quasi zu einem menschlichen Flummi. Das okay, warte mal. Da. Ich würde gerne nochmal die Zeit verbessern. Darf ich? Cool. Danke dafür. Finde ich sehr schön. Okay. Wir bleiben ein Loser. Wir kriegen so eine Mitgliedsurkunde oder Teilnehmerurkunde. So, warte mal. Wir haben ja noch gar nichts ausgewählt, wo wir hinwollen. Ja, wir wären fast falsch rum unterwegs gewesen. So, dann gehen wir einmal hier vorne hin. Das geht ja schnell. Muss eine Kapsel sein. Und danach haben wir noch was Cooles. Ja, danke. Ich wünsche dir auch schöne Feiertage. So, wir haben einmal hier vorne eine Schießerei. Mega schön. Mega schön, ne? Die gute alte Schießerei. Okay, das geht. Oh, fang mal. Danke. Okay. So, gut. Jetzt habe ich das so ein bisschen verstanden hier. Und zwar, wir können zum Beispiel ihn nehmen und auf den da... Oh. Okay, hat nicht ganz geklappt. So, warte, wir gehen hier mal ganz gechillt rüber. So. Berg ins Nichts gehauen. Ah, das ist... Mit dem ist so ein bisschen mistig, ne? Wenn man den, über die anderen beiden Tasten setzt. So. Okay, den haben wir weg. Oder auch nicht. Warte mal. Ja. So, jetzt hängt da eine Wand... Oh, Kopf über auch noch. Das steigt dem wohl zu Kopf. Das Blut. So, wir mischen uns jetzt hier nochmal ein. Gut kombiniert, Sherlock. Kommt das unsichtbare Pass geflogen. So. Humpe, du bist der Letzte, ne?
Du hast die Möglichkeit auch wegzulaufen, wenn du möchtest. Warte, gib mir das einmal. Okay, und jetzt geh. Er wird sich eine neue Waffe holen, ne? Du lernst nicht dazu. Das war's. Eine Straßenschießerei gestoppt, die Stadt beschützt. Wunderbar. Schön, weiter geht's. Wir haben noch einen Weg vor uns, der uns nicht mehr angezeigt wird. Wir wollten? Wir haben schon. Wir können uns hier jetzt einmal noch die Kiste holen und da schon mal hingehen. Denn da wird es nochmal ein bisschen schwieriger. Da werde ich auch ein bisschen stealthy unterwegs sein, denke ich. Aber wollen wir uns erst die Kiste holen? Die ist ja direkt hier... Ah, nee. Die Kiste ist in der Quest, ne? In dem Fall. Ja. Die Kiste wird da unten mit drin sein. Oder habe ich mich jetzt verguckt? Wir zoomen ran. Ja, die Kiste ist da nämlich mit bei. Dann haben wir die noch. Fähigkeiten können wir wieder freischalten. So. Kostet zu viel, ist unerschwinglich für uns. Unerschwinglich. Ach, wir haben nur die Möglichkeit freigeschaltet. Okay, das kriegen wir erst, wenn wir ein neues Spiel machen. Was? Okay. Sammlungen, das sind halt die Sachen, die wir jetzt eingesteckt haben, ne? Hier die ganzen Erinnerungen, die Rollerblades, die Moleküle. Was war das hier? Selbstgebaute Grafikkarte? Oh ja, Grafikkarte. Rechts steht's ja. So, und Anzüge haben wir. Wie viele Aktivitätsmarken? Können wir hier irgendwas freischalten? Oh ja. Oh yes, können wir. Aber worauf wollen wir uns einigen? Den nicht unbedingt, ne? Oh, die können wir alle noch nicht. Da müssen wir alle FSDN-App-Aktivitäten abschließen. Wir haben eine Spur. So, Nebenmissionen abschließen. Gut, sind wir ja dabei. Spinnentraining-Herausforderungen und den letzten Test ab. Den könnten wir... Ja, den haben wir auch schon bald. Den werden wir dann wahrscheinlich, ja, die Audio-Samples müssen wir sammeln, damit wir den vom Prowler kriegen. Aber dann würde ich sagen, wir schnappen uns doch erstmal den hier, oder? Weil der ist drin. Und sieht besser aus als das hier. Besser als... Wobei... Die sehen schon beide gleich geil aus. Ne, der gefällt mir noch ein bisschen besser mit den Augen. Aber der ist irgendwie auch cool, der hat was. Und der hier, den... Das ist... Ja, es ist... Tut mir leid für jeden, der mir nicht zustimmt, aber es sieht irgendwie dumm aus. Und wir sind uns mehr wert als das. Wir nehmen den Anzug hier. So, einmal umgeschlüppert, ne, mit strahlend leuchtenden Augen. Modifikation. Wir könnten hier umstellen, aber macht ja keinen Sinn. Wobei, was ist das? Tauchen mit dieser Modifikation ins... Spür das Spider-Versum. Ist das der Anzug? Das ist Venom Unterdrückungswiderstand. Ist das der Anzug oder ist das der rote, der dazugehört eigentlich? Was haben wir denn noch eingesprochen? Länger, um sich zu befreien? Ja... Reduziert die Dauer von der Unterdrückung. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Und das wäre auch nicht verkehrt, ne?
genauso wie wenn wir ein bisschen Leben kriegen würden. Wir nehmen uns den einmal. Und den anderen nehme ich jetzt nur mal, um zu gucken. Oh lol. Das sieht aus, als wäre mein Rechner absolut... Oh mein Gott. Okay, also es hat was von dem Film, ne? Jeder, der ihn gesehen hat, die Animationsserie, den Animationsfilm mit Miles Morales. Es hat was von dem Film, was Comicartiges auch. Was es irgendwo geil macht, aber ich muss echt sagen, auf Dauer... Ich würde... Da würde ich bescheuert werden. Wobei, das ist cool. Okay, das finde ich schon wieder geil. Aber so grundsätzlich... nee. Diese Animation... Ich finde die geil. Als Film finde ich, das war cool gemacht. Aber wenn ich das spielen müsste und mich auf das Spiel fokussiere, da würde ich bescheuert bei werden. Da hätte ich die ganze Zeit das Gefühl, mein Rechner leckt. Moment, das müssen wir wieder rausnehmen. Das ist ja furchtbar. Welcher war denn das? Der hier, ne? Nehmen wir dafür die Damage Control hier. So, und dann haben wir ja noch diese beiden Sachen. Da könnten wir den hier noch. Was sind das? Blicke mit dieser Mutter ins Spider-Versum und visualisiere Kampfgeräusche, wie sie auf andere... Okay, das wäre auch schon ziemlich nice, ne? Diese Comic-Geräusche beim Schlagen? Würde ich cool finden, aber... Dann würde ich lieber erstmal den Anzug so genießen. Das sieht doch schon viel besser aus. Vor allem wie Batman, ey. Stell mal vor, du haust diese Klinge hier irgendwie in... Oh Gott, will ich mir gar nicht ausmalen. Wollen wir noch in dieser Folge... Wir schaffen Roxxon nicht mehr. Wollen wir aber vielleicht die Kriminalität da vorne bekämpfen? Das würde ich noch mit reinnehmen. Das dauert ja nicht ganz so lange. Entschuldigung. Ja, ja, ich habe einen neuen Anzug. Sind hier oben? Jedenfalls verhökert. Wie hat er das festgestellt? Nee, aktuell nicht. Also eigentlich schon, aber mir fehlt die Zeit, diese Folge, ne? Wärt ihr eine Folge später eingebrochen, dann wäre das alles nicht passiert. So, runter mit dir. Runter mit dir. Na, das ist aber nicht sehr nett. Komm mal her. Das sieht... Also ich muss sagen, der Anzug gefällt mir noch besser wie der schwarze. Auch mit der Kapuze? Ich war eher skeptisch, aber... Doch, das hat was. Darf ich mal? Und wehe, ich erwische euch nochmal bei Verbrechen in meiner Nachbarschaft. Damit meine ich New York. Der hat auf jeden Fall... Also ich weiß nicht, irgendwie sagt er mir zu. Diese komischen Unterarm-Dinger da, die würde ich gerne abnehmen. Gut, geht leider nicht, aber... Ansonsten finde ich den ganz... Der ist schon nice. So, auch in den Kampfszenen, der macht was her. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir in das Roxxon-Labor, zerstören das, räumen alles aus, was auch immer nötig ist, um diese blöde Verbrecherfirma da aufzuhalten. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid wieder mit dabei, schaltet sehr gern wieder ein. Bis dahin, macht es gut. Ciao.